Ja, aber womit geht es eigentlich los? Vielleicht mit sexy Gesprächen? Aber davon kriegst du auch, glaube ich, Scheißerei, ey. Ich hab jeden Monk Scheißerei hier. Und der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Weißt du was, Claudia Obert? Ich trinke jetzt einen mit dir. Und vielleicht auch eine Eskalation dieser wundervollen Freundschaft. Vielleicht wende ich mich jetzt in einer sogenannten Form der Altershomosexualität doch lieber dem Geschlecht der Frauen zu. Denn es ist mal wieder Zeit für Promis unter Palmen. Und tatsächlich habe ich diesmal nicht viel zu erzählen und deswegen fangen wir auch einfach direkt mit der wundervollen Folge an. Und wir starten mit Claudia, die wie eh und je mit kleinen Sticheleien die Leute auf Trab hält. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr diese Veranstaltung hier gewinnt, ja? Ich wünsche euch wirklich, weil sonst habt ihr ja nichts im Leben. Ja, Claudia hat nämlich gut reden. Claudia hat nämlich, egal was kommt, immer noch ihren Alkohol. Warum nimmt sie eigentlich dabei ein Buttermesser in die Hand? Will sie irgendwie die Konkurrenz sehr seltsam ausschalten? Man weiß es nicht. Allgemein ist die Konkurrenz aber von Claudia langsam insgesamt etwas genervt, weil die alle merken, der Alkohol tut ihr doch nicht ganz so gut und langsam will man da intervenieren. Claudia, Mensch. Entschuldigung, du machst gerade so, als würde ich irgendwie... kleine Kinder vergewaltigen, weil ein Glas Wein trinken. Ist so, Tobi, lass die arme Claudia doch mal ein Glas Wein trinken. Ein Schluck in Ehren kann ihr doch keiner verwehren. Ja, aber auch Bastian Jotta ist langsam von diesem Thema genervt und deswegen holt er mit den anderen die Interventionsflagge raus und naja, es startet eine Intervention. Sagen, wenn du so viel getrunken hast, machst du Fehler. Woher weißt denn du, dass ich was getrunken habe? Ich habe nichts getrunken. Ja, und offensichtlich sieht Claudia auch das Problem sofort ein. Nicht, weil sie hat doch nichts getrunken. Ein kleiner Schluck, Mensch, die rasten aber auch alle aus dort. Ja, und da Claudia im besoffenen Zustand unberechenbar ist, kommt es dann aber auch zu leichten Regelbrüchen direkt am Anfang der Folge und das ist natürlich nicht so geil. Das Verbot, diesen Strand zu betreten. Nein, weißt du, was kommen wird? Nein, das ist so. Pass mal auf, es wird eine Strafe für uns alle geben. Nein, wird es nicht, weil dann gehe ich. Oh, was für eine Drohung, Matthias Mascarpone. Das wird Sat.1 natürlich aufhalten, weil dich will man doch nicht verlieren. Aber natürlich gibt es immer einen Richter, der natürlich das Problem richten will und schlichten will. Und da gibt es natürlich nur den alten Lustmolch Ronald Schill, der da natürlich eingreift. Der Ronald, der ist so ein Sensationsgeier, ne? Ich finde den so lustig, ey. Ach, der kleine Lustmolch. Ich finde toll, dass die jungen Frauen auch alle verstehen, dass Ronald den an die Läche will, weil das... erspart uns, glaube ich, manch einen komischen Einblick in die Sendung. Während des Abends müssen dann aber alle noch über Frau Obert lästern, allen voran natürlich wieder Matthias Mascarpone. Gegen mich hat diese Frau gar keine Karriere, ja? Ich habe aus dem Null und dem Nichts es in das Dschungelcamp geschafft. Ja, Tobi scheint davon auch super begeistert zu sein. Ich meine, er hat aber auch eine Karriere hingelegt. Er war im Dschungelcamp. Da, wo Karrieren enden, da hat er angefangen. Das muss man erstmal so schaffen, ne? Egal, der nächste Morgen bricht an und Bastian Jotta denkt sich diesmal so, es gibt Problemschaffer und es gibt Problemlöser. Und ich bin ein Problemlöser. Nein, er versteckt den Alkohol. Wie sollen wir denn jetzt lachen über Claudia, die sich besäuft? Was soll das? Das geht so nicht, Bastian. Das geht so nicht. Ne, der ist leer. Der Kühlschrank ist leer. Nein. Ja, der hier. Mit Getränken. Und der Bastian guckt nur so, ja, schaut mal nach, der Kühlschrank leer ist, was ich gemacht habe, ich kleiner Schlingel. Geil, die Produktion hat es weggeräumt. Die hat es weggeräumt. Ich glaube auch. Und Bastian nur so, ja, die Produktion hat es weggeräumt. Die Produktion, verrückte Leute. Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit, wir tranken einen Tee, hör vielleicht. Ja, frag mal bei der Boston Tea Party nach. Ich glaube, die Geschichte hat angefangen und auch irgendwas mit Tee zu tun gehabt, Claudia. Also, Alkohol ist nicht alles. Ja, Sat.1 wäre aber nicht Sat.1, wenn diese Strandgeh-Sache mit Claudia nicht jetzt wirklich auch bestraft werden würde. Und so versammeln sich alle und Claudia hält einen Brief. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht irgendwie auch aus wie so eine Lehrerin gerade, ne? Guten Morgen, Frau Obert. Auch ein bisschen verklatscht, wie so eine Lehrerin manchmal ist, oder? Ja. Claudia, das sieht so intellektuell aus. Ist so, Claudia, das sieht voll intellektuell aus. Das steht dir gar nicht. Du darfst heute nicht mitmachen. Umso besser. Es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn sich jemand über seine Strafe freut. Ja, Claudia darf beim Teamkapitäns-Wählspiel nicht mitmachen und muss chillen. Die arme Frau, sie muss chillen. Ohne den Chill. Ja.
Boah, ich mache mir heute einen ruhigen Tag. Kurze Frage, was macht sie sonst den ganzen Tag? Hochleistungssport? Also was soll man da sonst tun, als einen ruhigen Tag zu haben? Naja, Bastian, Jotta und das ganze Team ja an sich sind nicht mehr ganz so begeistert von Claudias Fähigkeiten und Allüren und Alkoholeskapaden. Und deswegen schlägt er jetzt langsam was vor, um das Problem zu lösen. Es ist kein Mord, so viel schon mal gespoilert. Ich würde alles dran setzen und es geht auch die Strafe in die Richtung. Oder die Möglichkeit öffnen, dass sie rausgeht. Ich meine, uns als Gruppe, wenn wir das abstimmen, dann ist es in unserer Gewalt. Wer hätte gedacht, dass der Jotta so ein Schlingel ist, dass er sich einfach denkt, oh, die fuckt mich so ab, lass die mal zusammen als Team fertig machen. Ich hätte es irgendwie eher von so einer Desiree erwartet oder so. Naja, gucken wir mal kurz, was die Allgemeinheit so von diesem Vorschlag hält. Der Vorschlag, den er gemacht hat, zeugt von einer erstens Skrupellosigkeit und auch davon, dass er kein wirklicher Sportsmann ist. Recht hat der Schill irgendwie. Und außerdem, wir wollen doch alle weiter Action sehen, oder? Aber der Bastian hat gegen Schills Aussage auch ein richtig gutes Gegenargument. Der Schill ist eh ein dauergeiler, alter Sensationsgieriger. Voll das gute Gegenargument. Und weil der Schill so ein Typ ist, hat er gar kein Mitspracherecht. Und deswegen sollte man die Claudia rauslegen. Na okay, oder was sagen die anderen Leute dazu? Erzahl war nicht beeindruckt von Jottas Vorschlag. Ich finde die Vorschläge von Herrn Jotta ja selten brillant. Ich liebe es, wie Desiree immer tut, als hätte sie das Rad neu erfunden und diese Erkenntnis als allererste gehabt und muss das allen so mitteilen. Ich hab's herausgefunden, dass Herr Jotta jetzt nicht gerade der Schlauste ist. Desiree, das weiß Fernsehdeutschland auch. Egal, jetzt kommt's aber zur besagten Team-Challenge, wo Claudia Obert ja nicht mitmachen darf. Drama, Drama, traurig, traurig. Die beiden, die in 5 Minuten die meisten Goldmünzen versenken, sind Kapitäne. Aufgrund des Regelverstoßes ist Claudia darf jetzt nicht mitmachen? Was ist das für ein komischer Fachbegriff wieder? Oh, immer Sat.1 mit Fachbegriffe hier. Ja, aber wie bei jeder Challenge bekommen die Leute auch dann ganz tolle und coole Kostüme. Und das kann süß und sexy aussehen, wie hier zum Beispiel. Ein Wips. Oder halt auch schrecklich, wie hier zum Beispiel. Das ist wie so ein Unfall. Ich muss bei euch überall einen Schritt gucken. Ein Unfall, das trifft es aber auch schon ganz gut. Ja, schließlich haben Bastian Jotta und Janine Pink es geschafft, am meisten Münzen in diese Boxen reinzuschleudern. Amazing. Sie wählen später erst ihre Teams. Sie sind Kapitäne. Wir merken uns das für später. Ist eigentlich auch irrelevant. Und wir kommen zu entspannten Tagen, weil das war eine Verausgabung, die man sich ja erstmal geleistet hat. Aber weißt du, so ein Ding könnten wir uns eigentlich ja früh zum Frühstück schon machen, ne? Aber davon kriegst du auch, glaube ich, Scheißerei, ey. Ich hab jeden Monk Scheißerei hier. Danke für diese wundervollen und sexy Gesprächsthemen, Tobi. Ich liebe deine Offenheit manchmal nicht. Ja, aber während sich Tobi und Matthias Mascarpone sich diesen Cocktail und diese komischen Masken gönnen, denkt sich Janine Pink, ey, ich will wieder braun werden. Und das kann sie mit Hilfe von Galina. Das Arschbrushing ist eine willkommene Abwechslung für den Papa aller Popo-Gaffer. Fit nur ich ist wundervoll, wie er es nicht mal versteckt, dass er so richtig gafft und starrt. Nicht so, sondern wirklich so, aha. Was ist mit diesem Mann? Verlernt man irgendwann Diskretion? Scheint so. Aber Janine, was bringt es jetzt eigentlich, wenn man sich sein Po damit einbrusht? Also, was kann das? Und dann siehst du aus wie 3 Wochen Marokko. Oder Thailand. Nicht nur Marokko, sondern vielleicht sogar Thailand. Und das ist etwas, was man erreichen will. Ja, Bastian Jotta hat irgendwann aber geoutet, dass der Alkohol von ihm versteckt wurde, dass es doch nicht die Produktion war. Und der Abend wird langsam eingeläutet und den Monat Chill ist dann schon ein bisschen langweilig, ne? Wieso muss ich hier alleine etwas trinken? Weil sie eine Spielverderberin ist. Genau, heizen wir die Claudia mal an, dass sie jetzt auch hier was trinken soll, nachdem sich alle darüber immer beschweren, dass sie zu viel trinkt. Was ist mit diesen Menschen? Also ich trinke, wenn die anderen Damen auch mittrinken und Herren. Wenn die anderen Leute mittrinken, trinkt sie auch. Und das ist für Desiree Musik in den Ohren. Weißt du was, Claudia Obert? Ich trinke jetzt einen mit dir. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Oh, ist das lecker. Oh, das ist ja so lecker. Oh, bin ich froh. Ich habe so lange keinen Champagner mehr bekommen. Hat sich gerade Leute fragen, leckt Desiree Nick den Tisch ab, weil da Champagner drauf verschüttet wurde? Ist die Antwort ja. Aber nach einem Glas Alkohol finden wir auch dann schon ganz schnell heraus, warum Desiree Nick normalerweise nicht so viel trinkt. Vielleicht wende ich mich jetzt in einer sogenannten Form der Altershomosexualität doch lieber dem Geschlecht der Frauen zu. Alkohol verwischt anscheinend ein bisschen die Grenzen. Was manchmal ganz nett sein kann, allerdings braucht man für das nächste starke Nerven. Würdest du mit deiner rauen Zunge bei mir mal feucht durchwischen, Claudia?
Oh mein Gott, sorry, ich musste ganz kurz wieder kotzen. Das... Oh Gott, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ich weiß, du bist nicht lesbisch, aber 20 Euro sind 20 Euro. Naja, so gesehen hat sie recht. 20 Euro sind... Nein, 20 Euro wären nicht genug. Ja, und nach dem zweiten Glas Alkohol ging es dann erst so richtig ab. Carina, du Schlaftablette an die Arbeit! Oh mein. Warum hat Desiree Nick nicht schon vorher angefangen, Alkohol zu trinken? Die ist ja noch lustiger als Claudia. Zieh die Sachen aus! An die Arbeit! Mach es so wie Mutti! Also als Nutte habe ich noch nie gearbeitet, sorry. Das war lustig und schlagfertig. Das war richtig gut. Boah, Bastian, da sag doch auch mal was Lustiges. Ja, der Unterschied ist, die Tochter hat mehr Stil wie du, alte Mutti. Und außerdem bist du nicht die Mutti, sondern die Oma. Ja, der Partyabend endet dann leider ohne sexuelle Eskapaden zwischen Claudia und Desiree. Aber es kommt am nächsten Tag zur Teen Challenge. Und zwar muss diesmal ein Centurio in einem Wagen 3 blinde Schwimmer durch einen Parcours führen. Und das war's. Also die müssen das Boot dann halt ziehen. Blind. Toll. Und es gab da ein paar essentielle Probleme in beiden Teams. Starten wir hier mal mit Team Janine. Janine Schaflinks! Schaflinks! Janine ist nämlich zu langsam, stößt dauernd gegen das Boot, kriegt Panik und sie verkacken es fast. Und Tobi muss alleine das Boot ziehen, während Matthias Mascarpone und Janine das Boot langsam voranschiffern. Jetzt weiß man natürlich, dass Tobi relativ schnell erschöpft ist. Er verausgabt sich komplett und ist komplett erschöpft, als er dann wieder am Ziel ankommt. Für ihr geschundenes Pferdchen in Seenot stürzt sich Desiree selbstlos in die Fluten. Halt dich an meinen Schultern. Beide Hände auf beide Schultern, ja! Und ich finde gut, dass Desiree sich mit Klamotten ins Wasser schmeißt und dem Tobi dann aushilft, dass der ist wirklich zusammengeklappt und wie beim ersten Spiel. Also ich weiß nicht, ob er sein Gehirn komplett ausschaltet, dass er nicht mal mehr merkt, dass er nicht mehr kann. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber anscheinend macht er es dauernd und Desiree hat ihm so quasi das Leben gerettet. Die Heldin. Aber auch im Team Bastian Jotta gibt es Probleme, was vielleicht auch daran lag, dass man Claudia Obert die Augen überlassen hat. Und vielleicht auch, weil man Ronan Schill in die Nähe von Carina gelassen hat. Bastian ist gut! Füße nach links und cool! Erhol dich! Und der Ronald so, hups, bin ich die ganze Zeit an deinem Hintern? Mensch, Sachen passieren! Und hier gibt es aber noch trotzdem ein kleines Sinnbild davon, wie dieses Team versucht, das Schiff perfekt zu steuern. Mann! Ey, ich schwimme im Kreis! Sieht das nicht wunderschön aus? Alle ziehen in eine andere Richtung. Herrlich. Überraschenderweise hat trotzdem das Team Bastian Jotta mit Claudia gewonnen, obwohl die total verkackt haben, aber hat halt Desiree auch, was soll's. Aber Bastian wollte es dann doch trotzdem, diese Fehlleistung mit Claudia besprechen und schafft es in einem intensiven Gespräch dann. War für mich ein unglaublich schöner Moment. Damit gilt Claudia als geheilt entlassen. Bastian hat es geschafft, dass Claudia vom Alkohol abschwört, sich mehr konzentriert und alles toll. Für ihn war es schön gewesen. Und wie war es für Claudia? Oh, das ist jetzt so umfangreich, ja. Ich habe jetzt so einen Kohldampf. Ich möchte jetzt endlich mal essen. Und Bastian, der ist so voller Visionen und so voller Coaching-Gedanken. Unterm Strich, Claudia ist also auch sehr erfreut und getoucht gewesen davon. Ja, und nun kommt es zur Exit-Zeremonie. Und zwar geht es diesmal um Matthias Mascarpone und diese Nick. Und für Carina fällt da die Entscheidung recht einfach. Für mich ist die Entscheidung heute nicht schwer gefallen. Ist das nicht auch schön, wie sie es auch einfach sagt? Normalerweise so, oh, ich mag euch beide so gerne, aber du musst gehen. Und Carina geht so nach vorne. Ciao, Desiree, ich hasse dich. Desiree, ich trenne mich von dir aus dem einzigen Grund, weil du die einzige Frau hier bist, die besser ist als ich und die ich fürchte. Okay, diese Begründung habe ich jetzt auch tatsächlich nicht erwartet. Vor allem das so, hey, wir haben einmal miteinander gesoffen, wir sind jetzt beste Freunde, oder? Wir sind beste Freunde, ne? Ja! Ja, und tatsächlich kriegt Desiree Nick dann 4 Stimmen gegen sich von 4, fliegt raus und Claudia ist dann doch tatsächlich kurz getoucht davon. Lass dich mal drücken, ich finde dich klasse. Na bitte, da haben wir doch einen tollen Abschluss gehabt. Willkommen. Genauso wie Tobi und Janine gucken, so fühlt sich, glaube ich, die Nation in dem Moment. Was ist da los? Warum? Hä? Ja, aber damit ist die Serie rausgeflogen. Jetzt wird es definitiv langweiliger werden. Das war es dann auch tatsächlich mit der aktuellen Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare. Hier gibt es noch andere Videos, Abos, Instagram, whatever. Viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.